Der Druck auf Altkanzler Gerd Schröder wächst. Nun drohen ihm auch EU-Sanktionen. Das Europaparlament stimmt heute über Strafen für Politiker ab, die weiterhin russische Gelder erhalten. In dem Entwurf wird Schröder nachdrücklich aufgefordert, seine Posten bei den russischen Energiekonzernen aufzugeben. Dem Entwurf will ein breites Bündnis zustimmen. Auch die deutschen Sozialdemokraten unterstützen diese Resolution. Bindend ist das Votum allerdings nicht. Die Mitgliedsländer entscheiden über die Sanktionen.